Eine Harnwegsinfektion kann jeden treffen. Kennen Sie dieses Brennen beim Wasserlösen, die unangenehmen Schmerzen im Unterbauch, den Drang, ständig auf die Toilette zu müssen? Vermutlich kündigt sich eine Blasenentzündung an. Damit gehören Sie zu den rund 300 Millionen Menschen, die jedes Jahr von einer Harnwegsinfektion betroffen sind. In den häufigsten Fällen sind Darmbakterien die Auslöser der Entzündung. Die Darmbakterien wandern durch die Harnröhre in die Blase. Dort setzen sie sich an der empfindlichen Blasenschleimhaut fest und vermehren sich, was die Entzündung hervorruft. Blasenentzündungen werden heute überwiegend mit Antibiotika behandelt, obwohl diese oftmals nicht erforderlich sind. Vor allem bei regelmäßiger Anwendung können sich Resistenzen bilden. Zur Behandlung von Blasenentzündungen haben sich auch antibiotikafreie Akuttherapien bewährt, etwa mit antibakteriell und entzündungshemmend wirkenden Heilpflanzen. Die Blätter der echten Beerentraube. Immergrün, widerstandsstark und voller pflanzlicher Power. Denn in den Blättern der Beerentraube sind unter anderem Arbutin, Gerbstoffe, Flavonole und Phenolcarbonsäuren enthalten. Insbesondere das Arbutin wirkt antibakteriell. Diese Eigenschaft machen sich die Menschen seit vielen hundert Jahren zunutze. Cystinol, bei ersten Anzeichen einer Blasenentzündung, mit der Kraft aus hochdosierten Beerentraubenblättern. Mit 3x2 Tabletten am Tag erreichen Sie die therapeutische Dosis von 420 Milligramm Arbutin, damit eine antibakterielle Wirkung erzielt werden kann. Darüber hinaus wirkt Cystinol entzündungshemmend und hindert die Bakterien daran, sich an der Blasenschleimhaut festzusetzen. Bei ersten Anzeichen einer Blasenentzündung sollten Sie immer schnell handeln, um aufsteigende Infektionen zu vermeiden. Cystinol, die pflanzliche Akuttherapie mit hochdosiertem Arbutin bei ersten Anzeichen einer Blasenentzündung. Cystinol, bärenstark dank der Kraft der Beerentraubenblätter. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.